Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Roboblock Box von Blockmonster. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Roboblock von Blockmonster. Das Ganze aus dem Jahr 2012. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Ja, wie wir erkennen können, handelt es sich hier um eine recht schlichte Box, also in braun gehalten, so eine ganz klassische Kartonbox. Und wir haben dann hier auf der Oberseite einen Sticker. Der ist im Hochformat. Hier lesen wir, Hirntod Records präsentiert Roboblock bzw. Blockmonster in Roboblock. Also angelehnt an den Film Robocop. Dann haben wir hier Blockmonster mit Sturmhaube und Maschinenpistole. Dann lesen wir hier noch L, das dürfte wohl für die Größe sein. Robobox Limited Edition enthält Roboblock Premium Edition, Roboblock T-Shirt Größe L, zwei Hirntod-Sammelkarten und signiertes A3 Poster. Die Beteiligten und einen Barcode haben wir da noch drauf. Ansonsten, wie gesagt, hier nicht viel zu sehen, alles rundum in diesem Braun gehalten. Wir werden mal hineinschauen, das Ganze geht dann hier links auf und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Album, dann haben wir ein Shirt, die beiden Karten, die beiden Sammelkarten und das Poster. Von innen in Braun das Ganze, dann machen wir mal wieder zu, machen die Box zur Seite und nachdem hier diverse Sachen noch in Folie sind. Also diverse ist übertrieben, das Album nicht, aber das T-Shirt ist noch in Folie. Hier haben wir noch den Sticker mit L. So, das Ganze geht dann hier auf. Dann packen wir das T-Shirt mal zur Seite. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Es ist das fünfte Soloalbum. Es ist das fünfte Soloalbum von Blockmonster. Hirntod Records präsentiert Blockmonster in Roboblock. Staring, also hier haben wir sogar die Features nochmal angeführt, die hier auf diesem Film, auf diesem Album mit dabei sein werden. Premium Edition lesen wir hier. Und wir haben hier auf dem Cover Blockmonster, der hier aus einem geschrotteten Fahrzeug aussteigt. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich kann jetzt nicht genau erkennen, was das für ein Fahrzeug ist. Es ist auf jeden Fall ein dunkleres, also wahrscheinlich ein schwarz, aber die Marke kann ich jetzt leider echt nicht ausmachen. Ja, dürfte hier frontal ziemlich reingebrettert sein, also der Motor, also unter der Motorhaube raucht's. Und wir haben auch hier diverse Kugeln in der Seite, also hier dürften auch einige Geschosse eingeschlagen haben. Das Ganze kommt in einem Super Jewel Case. Hier auf der Seite lesen wir in roter Schrift Hirntod Records präsentiert. So sieht das aus. Und auf der Rückseite haben wir dann die Features. Wir haben 19 Tracks an der Zahl. Und wir haben Features mit dabei von B-Tide, Silla, Sido, Hengst, Ice-T. Also Respekt, dass er das in diesem Alter, also 2012, das ist ja mittlerweile auch schon 7 Jahre her, in diesem Jahr geschafft hat, Ice-T als Feature auf sein Album zu holen. Nicht schlecht. Dann haben wir noch Features von Hayat, Die Atzen, Hirntodposse und Ice-T hier nochmal, weil der Track von Ice-T oder mit dem Ice-T-Feature hier Double OG, der ist dann hier auch noch einmal als Remix-Version drauf. Jawohl, dann haben wir hier die Beteiligten und einen Barcode. Wir schauen hinein. So, das ist das Booklet. Meines Wissens ist dieses Cover hier variabel. Also es gab eben verschiedene Editionen, eben die Premium-Edition gab es natürlich auch so zu kaufen, regulär ohne Box. Einfach hier diese Premium-Edition als Album. Das war das Cover und es gibt aber noch ein anderes, ich glaube von der regulären Version. Das sieht etwas anders aus, das Cover. So, dann schauen wir mal hinein. Blockmonster in Roboblock. Was lesen wir hier? He brings justice back to the streets with rapid fire. Ja, okay. Also er bringt Gerechtigkeit zurück auf die Straße mit, ja, Schnellfeuer, mit schnellen Kugeln.
So, dann haben wir nochmal die Tracklist inklusive den Features. Nochmals hier mit einer UCI abgebildet. Und auf der letzten Seite haben wir die Infos zu den Beteiligten. Also, wer hier mitgewirkt hat, wer hier produziert hat, die Bilder gemacht hat, Artwork und. All das können wir hier nachlesen. Und zum Abschluss gibt es noch den Disclaimer, dass das eben keine echten Waffen sind und dass es sich hier eben um künstlerische Freiheit handelt und. Ihr kennt das. Das spare ich euch an dieser Stelle. Hier sehen wir dann nochmal das Auto etwas näher. Dann kommen wir zur CD. Die sieht so aus, auch hier wieder Block am Rumballern. Und auf der Rückseite gibt es das Roboblock-Logo. Also hier die Hirntod-Maske, die Hirntod-Sturmhaube im Fadenkreuz. Dann noch zwei Maschinenpistolen und zwei Sterne. Das Ganze in Rot und Blau. Sieht echt gut aus vom Artwork. Dann haben wir zwei Sammelkarten mit dabei. Das hat man ja häufiger bei Hirntod-Releases. Diese Sammelkarten gibt es da oftmals dabei. Einmal hier Drive-By aus dem, beziehungsweise Drive-By ist es wahrscheinlich nicht, weil der Wagen ja schon gecrashed ist und hier steht und er auch selbst der Fahrer ist. Dann haben wir hier nochmals im Feuergefecht scheinbar, ja, so sieht das aus. Hier in der Records Sammelkarte Nummer 68, Born to Fight. Und einmal hier No Retreat, No Surrender. August 2012, Auflage 1000 Stück. Ja, also, von denen gibt es wie gesagt mehrere. Gibt es auch welche von anderen Mitgliedern von Hirntod Records, von Schwarz, von Rako, alles mögliche gibt es da, kann man sammeln wie Pokémon-Karten. Dann haben wir ein Poster mit dabei. Und zwar nicht nur ein reguläres Poster, sondern wir haben hier tatsächlich Unterschriften drauf. Also, wie wir sehen können, ist dieses Poster einseitig bedruckt im Querformat. Hier lesen wir dann wieder Blockmonster in Roboblock. Dann haben wir hier unten einmal, es ist wie bei so einem Filmplakat, wir haben hier die gesamten Infos zum Album, also wer wurde hier gefeatured, wer hat hier mitgewirkt, produziert und so weiter und so weiter. All das können wir lesen. Dann haben wir noch die Logos und oben rechts haben wir dann sogar zwei Unterschriften. Nicht nur die Unterschrift von Blockmonster, sondern auch die Unterschrift von Vortex. Und das lesen wir hier auch noch. Also er hat die Bilder gemacht und hat sich, relativ unüblich, aber hat sich hier auf diesem Poster ebenfalls verewigt. Schöne Sache. Also im Querformat einseitig bedruckt. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann, wie so oft mit dabei, ein Shirt. Dieses Shirt ist in Schwarz, Rot und Blau. Hier lesen wir wieder den Albumtitel, also ganz groß hier Roboblock, darüber Blockmonster in. Dann haben wir hier dieses Logo, dieses Artwork, das kennen wir schon von der vom Album-Artwork. Also wir erinnern uns, das war ja hier, genau, also das hat man hier dann auch noch aufs Shirt gemacht. So sieht das aus. Erinnert mich vom Artwork her auch ein bisschen so an die kubanische Fahne. Die ist ja auch inklusive Rot und Blau. Also passend. Blockmonster, meines Wissens auch ein riesen Kuba-Fan. Auf der Rückseite das Ganze in Schwarz. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem, wo haben wir es hier? Fruit of the Loom in der Größe L. Es ist ein Classic Value Weight. Und wir haben hier 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Marokko. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt mal wieder zusammen. So. Und zum Abschluss fasse ich noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann haben wir hier die beiden Sammelkarten, beide hier im Querformat, beide auf jeweils 1000 Stück limitiert. Dann das Poster, einseitig bedruckt im Querformat mit den Unterschriften, sowohl von Blockmonster als auch von Vortex. Und dann haben wir hier das Album an sich, Roboblock mit insgesamt 19 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Roboblock von Blockmonster
mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Blockmonster unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.